Du bist bestimmt sehr erschöpft. Ja, danke. Ich wäre fast einfach gelaufen. Ekelhaft laufen, ich bin Gamer, hey. Danke. Kiave, der hat nichts zu lachen. Das kannst du mir glauben. Tschüssi. Ja, wir können jetzt gerne tauschen. Ich heile mal eben kurz mein Team hoch und dann tauschen wir eben. Aber was ist das denn? Da ist ja noch ein Typi. Ah, ich muss extra ein Pokémon ablegen, damit ich das abholen kann, ne? Ätzend. Warte mal. Ich hole eben das Ding da ab, was ich mir vorhin geholt habe. Nein, ich pack dafür nicht Wommel weg. Nein, das mache ich nicht. Nein, 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 nein. Nicht Wommel, nicht das kleine süße Wommelchen. Das männliche Wommelchen. Einen schönen guten Morgen, du musst Don Maße sein. Ich habe ein Geschenk für dich erhalten. Ich habe hier ein Pokémon für dich. Möchtest du es annehmen? Nö. Oh, ich habe ja gedrückt. Manfakfo! So. Für Manfakfo wurde ein Eintrag. Yay! So, das haben wir gleich. Da können wir eben tauschen. Manfakfo. Registriert. So, Manfakso, Nimmersatt, findet es essbare, aussehende Dinge, liest es diese auf und verschlingt sie mit einem Haps. Mit einem Haps in den Mund, deswegen steigt sein Gewicht von Tag zu Tag. Wundert mich nicht. Oksana, bist du es? Nö. Ins Team aufgenommen. Yay! Dieses Geschenkpaket erhält als Bonus ein Exemplar des Items Relaxonium Z. Hier, bitteschön. Badam, badam, danke dir. Ich hoffe, du nimmst unsere Dienste bald wieder in Anspruch. Gerne. Sehr gerne. So. Dann können wir dich jetzt wieder austauschen. Deine Dienste werden nicht mehr benötigt. So. Dann muss ich jetzt mal kurz den Freundescode von Modron aktivieren. Aktivieren. Scannen, registrieren, adden. Ist ja auch egal. Speichern. So, jetzt haben wir diesen unglaublichen Fortschritt gespeichert der letzten halben Stunde. Eine halbe Stunde hat das jetzt gedauert. Meine Fresse, und es hat sich nicht gelohnt. Warte mal kurz. Bäm. Kurze Pokepause. Weil ich jetzt den Freundescode hier rein tippe und man muss ja nicht jetzt alle sehen, die ich hier in der Liste habe. Das geht ja jetzt noch nicht jeden was an. Freundesliste. Da mache ich mal kurz Musik an, ne? Ich habe ja noch hier ein bisschen Musik. Tolle Musik. So, ich möchte einen Freund registrieren. Natürlich im Internet. Bitte warten. Ich warte. Lololol, ist jetzt ein Freund. Finde ich irgendwie ulkig. So, haben wir das. So, zurück im Spiel. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Mal kurz den Ton ausmachen, das nervt mich jetzt gerade ein bisschen. Jetzt lass ich ein bisschen... Yay, Musik! Jetzt lass ich ein bisschen die Musik dudeln. Während wir tauschen. Tauschen. Ich sollte, glaube ich, auch mal erstmal das Internet herstellen, ne? Ohne Internet lässt es sich schlecht tauschen. Internetverbindung herstellen. Yo. Yo. Speichervorgang. Das ist quasi eine kleine Pokepause. Da könnt ihr in Ruhe essen, trinken und nicht rumspielen oder sonst was machen, aufs Klo gehen. Ja, kannst mich gerne einladen, wenn ich online bin. Pokémon Mystery Dungeon. Ja, könnte ich auch machen, aber ich mag die Anime-Soundtracks ganz gerne. Aus der ersten Staffel aber nur. Datenübertragung. Ja, globales Spektakel, leck mich, hat ja einmal super funktioniert, der ganze Quatsch. Modron, teilnehmen! Ich nehme teil. Modron!
warte mal. Ich mach mal kurz die Musik aus. Mach das Gedudel wieder an und mach den Pausebildschirm weg. So, Hallöchen! Dein Anfang wird bearbeitet. Okay, was steht da im Chat? Nicht im Pokémon sprechen, sonst kann es sein, dass du Spielstand verlierst, wenn du das Spiel rausgehst. Ach so! Ah, ich bleib ja nicht im Pokémon Center. Ich spreche ja immer außerhalb. Ein Aerodactyl. Ah, Hendrikus. Oh, Sneeble sieht. Okay, Sneeble ist weiblich, da passt das mit dem Pinken. Das sieht echt cool aus. Nice. Gefällt mir. Ich biete mein Sneeble zum Tausch an. Cool. Man kann Nachrichten schreiben, wie cool ist das denn? Ja, ich gebe dir einfach mal hier Dings. Hier kommt, weil es einen Spitznamen hat. Die WC-Ente. WC-Ente aktiv. WC-Ente. Ich biete meine WC-Ente zum Tausch an. Das ist so doof. Ich biete meine WC-Ente zum Tausch an. Wenn das System ausgeschaltet, kannst du für diese kurze Zeit keine Pokémon tauschen. Ja, kurze Zeit heißt 3 Tage, ich weiß. Weh, jetzt kommt ein Disconnect, dann werde ich aber angepisst. Du gibst WC-Ente in die Obhut von Modron. Alles Gute, WC-Ente. Und jetzt die Überraschung, da bin ich mal gespannt. Danke fürs Aerodactyl. Das ist mein Lieblings-Urzeit-Pokémon. Und mein Lieblings-Gesteins-Pokémon auch dazu. Ich finde Aerodactyl richtig geil. Kann Aerodactyl jetzt eigentlich eine vernünftige physische Step-Flugattacke außer Fliegen oder Aeroas? Wobei man Fliegen jetzt nicht wirklich hier erwähnen sollte. Yeah, registriert. Aerodactyl, das Fossil. Zu Urzeiten war es der Herrscher der Lüfte. Es wird allgemein angenommen, dass es infolge eines Kometenabsturzes ausstarb. Okay. Yeah, es ist so geil. Ich liebe dieses Pokémon. Bip, bip. Bip, bup, barup. Okay. Oh, eine Molga. Ist es dein Ernst? Modron, wirklich, ist das dein Ernst? Du willst mit einem Solgaleo? Ernsthaft? Oh. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist jetzt. Das kommt jetzt unerwartet. Wulvrock, okay, cool. Ernsthaft, du willst es. Danke. Was. Okay, cool. Geil, danke. Ja. Keine Ahnung. Das kommt jetzt unerwartet. Keine Ahnung, in den Teil geschmissen kriegt. Ich weiß nicht, ich habe das Spiel noch nicht durch. Ja. Aber danke, nehme ich gerne an. ja. Ich gebe dir das Evoli. Hier, das Evoli-Ei. Darf man überhaupt Eier tauschen? Es geht immer noch. Ich biete mein Ei. Ich biete mein Ei zum Tausch an. Ich biete mein Ei zum Tausch an. Aber nur ein Ei. Das andere brauche ich noch, falls ich eine persönliche Zucht betreiben möchte. Biete mein Ei zum Tausch an. Solgaleo, ich danke dir. Okay, ich warte noch kurz. Will noch was loswerden. Oh, jetzt geht's ab hier. Solgaleo. Registriert. Yeah, hey, ganz normal, hey. Passt schon. Du hast ein legendäres Pokémon registriert. Worauf wartest du noch? Schau es dir mal genauer an. Solgaleo, Sonnenkreis. Es heißt, es sei die männliche Endstufe der Entwicklungsreihe von Cosmog. Was ist, was Legendäre, die sie entwickeln? Oh,
ist sein drittes Auge aktiviert. Zieht es in eine andere Welt. Ja, Mann, und? Brüll. Voll geil. Danke dir. Ist schon fast unangenehm, das auf YouTube mal zu zeigen. Ein Ei. Mach um Ei. Fulipurba. Cool. Okay. Oh, die Choreogels sind geil. Kolossant. Mit der goldenen Schaufel. Mystik? Puncher haben. Pikachu um Z. Das hier ist auch cool. Katagami. Das ist doch eine von den Ultrabestien, oder irre ich mich da? Ich hab's da noch nicht so drin. Nice. Okay, ich frage erst gar nicht so doof. Ich danke dir einfach. Das ist aber das Letzte, was du loswerden willst, oder? Warte mal. Ich gebe dir Donald Trump. Der ist milliardenschwer. Donald Dump. Ich danke dir vielmals. Womit habe ich das verdient? Ich finde diese Tauschanimation echt geil. Ich muss da immer an Tron denken. Ich weiß auch nicht warum. Katagami, Moron. Was war das eigentlich für ein komischer Ball? Kümmere dich gut darum. Ich werde mich gut darum kümmern. Keine Angst. Ich kümmere mich immer sehr gut um sowas. Katagami! Registriert! Yay! Okay. Ein nicht identifiziertes Pokémon. Schau es dir gleich mal genauer an. Die Schwertkunst. Diese. Ja, ist doch eine Ultrabestie. Wusste ich es doch. Diese Ultrabestie wurde dabei beobachtet, wie sie einen riesigen stählernen Turm mit nur einem Hieb ihrer Klingen zerteilte. Man könnte es auch Lorna Zorro nennen. Das wäre ein gutes Pokémon für Zorro. Oder Nidorio. Geil, danke dir. Ein Ultraball? Ah, die ist extra für die Ultrabissen. Ah, cool. Neue Pokébälle, nice. Ich danke dir vielmals. Dankeschön. Simsala. Danke dir. Ist eigentlich eine gute Lage zum Züchten, ne? Gute Vorlage. Die tue eine Vorlage. Das hört sich. Das kann man irgendwie falsch verstehen, wenn man ein bisschen zweideutig darüber nachdenkt. Wir lassen es einfach mal lieber bleiben. Dann ein Shiny Ditto. Hast du das auch irgendwie mit, hier mit dem, Shiny Shining? Oder wie auch immer man es ausspricht, der es geholt? Würde mich auch interessieren. Voll cool. Blaues Ditto. Ich liebe blaue Ditten. Ich danke dir vielmals! Für den Eintrag eingelegt. Yay! Registrierung! So, Ditto, die Transformation. Dank seiner Fähigkeiten als Gestaltenwandler kann es sich mit allen Lebewesen anfreunden. Nur mit Artgenossen kommt es nicht zurecht. Also, das hat doch diese Animation. Ich bin ein kleines schwabbeliges Ditto.
Achso, im GTS. Ah. Eins hast du noch, dann ist Schluss. Alles klar. Zigarre! Yay, ich werde auf jeden Fall die ganzen Kerne sammeln, so wie Kilian das auch macht. Kilian, hast du jetzt eigentlich alle Kerne? Dieses Alola-Geowatt sieht so komisch mit seinem komischen Bart aus. Das ist schon sehr, ich weiß nicht, schon sehr speziell, sag ich einfach mal. Oh, es ist schön. Wenigstens die Endstufe ist schön. Der Pedobär! Pedobär, Pedobär, Pedo, Pedo, Pedo! Und John Cena! Ganz ehrlich, das brauchst du mir nicht geben. In meiner Blindlock habe ich einen Flammiau genommen. Das brauche ich wirklich nicht. Danke dir, aber das muss nicht sein. Ich habe alle Starter, die, die es gibt. Ich habe sie alle. Ich danke dir aber vielmals. Muss wirklich nicht sein. Nochmal, vielen Dank dafür. Aber das muss jetzt echt nicht sein. Bald ist ruhig. Ich komme mir ein bisschen, ich weiß nicht, vor. Kannst du das jetzt eigentlich selber abbrechen, oder? Ich beende einfach, warte mal, ich beende einfach mal, dann müsste da bei dir auch der Tausch beenden, ne? Hast du die zwei immer noch nicht gefunden? Okay. Moro, nochmal vielen, vielen lieben Dank dafür. Ich kriege die Sachen, wo ich noch lange für brauchen würde. Wirklich vielen, vielen lieben Dank. Habe ich das nicht erwartet? Danke! Und ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich lasse die Facecam aus. Ich fühle mich ein bisschen unwürdig. Alter, wie lange der DS brauche zum Laden? Schwarzbild, hey, Freude. Mir geht langsam die Plaza-Musik auf den Sack, möchte ich nur mal anmerken. Spiel. Danke! Nochmal vielen Dank, Modron. Ich danke dir vielmals. Hi, Kilian. Oh, warte mal, wir gehen mal kurz da rein. Ja, können wir sofort machen. Haben wir uns eigentlich schon geaddet, Drago? Weiß ich jetzt gerade nicht. Wie war das nochmal? Mordo, ich werde dich jetzt... War das bei dem? Hallo, Domasi, wenn du Festival-Pass... Ah, nee, bei dir... Nein, möchte ich nicht. Hallo, Domasi, soll ich jemanden für dich herbeirufen? Kann aber sein, dass sie dir noch nicht gehorchen. Ja, die. Ich habe bisher nur bis Level 6, 35. Ich muss erst, glaube ich, die Insel hier schaffen, dann gehorchen sie bis Level 50. Deswegen werde ich die noch nicht benutzen. Wir haben uns schon geile Drago, sehr gut. Wie kann ich nochmal einen Spieler hier. Wie war das nochmal? Bis bald, ja, ciao. Was ist hier das Symbol? Was ist das Symbol? Hier im Profil kannst du dich über deinen Festivalplatz informieren. Ah ja, ganz toll. Ja. Kilian, wie mache ich das nochmal? Alola. Ach so, du bist es. Okay. Modron, yay. Ah, stimmt, die tauchen immer hier auf. Ja, ich sollte mal die Mannequin hier sofort anquatschen. Wiederholen, ja. Wie mache ich das denn jetzt? Mhm. Kreis, danke, dass du per Linktausch mit mir... Festival. Das ist Modron Gast. Ah, ich mach dich mal zum VIP, ne? Du bist jetzt ein Miracle-VIP-Mitglied. So wie Kilian. Kilian ist auch ein Miracle-VIP-Mitglied. Ja, Modron ist jetzt ein VIP. Wow, danke. Miracle-VIP! Das ist Modron. So, jetzt bist du ein Miracle-VIP-Mitglied. Und nochmal vielen, vielen lieben Dank. Voll geil, danke dir. Oh. Plaza, ich sage jetzt einfach mal Tschüss. Ah, warte mal. Internet erst mal ausmachen. So, ja, soll getrennt werden. Tschüss, Internet. Oh, ich habe das Internet ausgemacht. Ich kann trotzdem noch streamen, voll geil. So, und raus hier. Die Musik ist ein bisschen nervig. Wäre toll, wenn man die Musik irgendwie angleichen könnte. Das wäre voll geil. So, die kommen in eine extra Box. Die von dir rübergesendeten. So wie die hier. Ich danke dir vielmals. Voll cool. Bisschen Boost, es ist zart. Ja, ob es wirklich so zart ist? Na. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Außer nochmal vielen, vielen lieben Dank. Okay, es gehorcht mal auch noch nicht. Dann kommst du auch erstmal hier mit rein.
Werde ich auf jeden Fall irgendwann mal mitnehmen. Countdown, Mezzo. Digga, ganz ehrlich, nein, kann man noch nicht. Das kommt erst im Januar, glaube ich, das Update. Dass man dann die Pokébank mit... Also, dass man dann halt die Pokémon von der Bank auch auf Sonne und Mond rüberseppen kann. Das dauert leider noch ein bisschen. Was ich persönlich jetzt nicht schlimm finde. Aber es dauert noch. Im Januar soll es soweit sein. Wenn es soweit sein sollte. Man weiß es nicht. Die Pokébank sollte ja auch ursprünglich viel eher verfügbar sein. Und wir mussten auch wochenlang warten. So viel dazu. Also, sagen wir mal Januar, spätestens Februar sollte das Update da sein. So. Okay. Erstmal wieder sammeln. Die Fassung wieder bewahren. Bam, 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 bam. Ich habe immer noch keinen Sonderbonbon. Ich will jetzt einen Alpollo haben, verdammt nochmal. So. Und kein Problem mehr zu. Immer wieder gerne. Wenn ich helfen kann, tue ich es gerne. So, jetzt machen wir erstmal mit Vollgas. Jetzt haben wir, ja, fast eine Stunde mit Carpador-Angeln verballert. Und mit ein bisschen Tauschen. Nochmal vielen Dank. Ich bin doch doof, ey. Ich wollte noch mit... Das hat mich jetzt ein bisschen aus der Bahn geworfen. Mein Fehler, Entschuldigung. Ich muss nochmal in diese hässliche Musik rein. Wir wollten ja noch tauschen, Drago. Es tut mir leid. Ich bin so vergesslich. Bitte nicht schlagen. Bitte nicht schlagen. So. Vulpix und Pichu. Bis auf gerade eben erhaltene Pokémon kann ich nichts Besonderes anbieten, weil ich hier natürlich noch nicht durch bin. Ich hoffe, das ist okay, Drago. Wahrscheinlich hast du das Spiel auch schon lange durch. Ich bin der einzige von uns allen hier, der noch lange nicht durch ist, aber hey, im Kopf bin ich schon lange durch. Ach ja. Internetverbindung wird hergestellt, sehr schön. Ein LAN-Adapter wäre für den 3DS immer noch ganz praktisch, möchte ich nur mal so anmerken. Schade, dass ich die Reichweite habe, um das mal Nintendo vorzuschlagen. Boah, wäre das toll. LAN-Adapter für Handkonsolen. Yay. Ich würde sogar 50 Euro dafür bezahlen. Du hast ein perfektes Wuffels. Cool, freut mich. Wuffels ist toll. Internetverbindung wird hergestellt. Bitte warte einen Moment. Ja, ich warte. Oh, diese Spannung ist kaum zu überbieten. Mach gleich, Alter, weißt du, die Musik geht mir auf den Piss. Ich mache jetzt einfach meine andere Mucke hier wieder an. Warte mal. Oh, man sieht die Maus. Oh, Profi. Oh. Ein Fehlercode ist aufgetaucht. Warte mal kurz. Mach einfach mal ein bisschen vernünftige Musik an, während ich versuche, einen Connect herzustellen. Oh, mach mal hin. Ich mag die Musik. Und es ist besser als die Festival-Plaza-Mucke. Möchte ich nur mal anmerken. Daten werden übertragen. Okay, da okay. So. Männchen feiern jetzt auch Pokébälle. Boah, das ist ja richtig cool. Da brauche ich nicht mehr drauf achten, welches Geschlecht ich einfange. Das ist eine sehr wichtige Info. Geil. Modron. Kilian. Melfin. Räusper. Melfin, hi. Ah, lädst mich schon ein. Super, danke dir. Frau einfach mal annehmen. Das bist du doch, oder? Team Rocket, die Kanto-Version. War dieser Melfin komisch? Wer kann das nur gewesen sein? Ja, oh, es ist knuffig. Zeig mir bitte ein anderes. Das ist, glaube ich, so ein random Typ, ne?
Superball. Oh, cool. Okay, das ist irgend so ein random Dude. Das soll jetzt nicht sein. Warte mal kurz. Okay, jetzt habe ich ein random angetauscht. Ja, ich hasse das. Melfin. Hi. Jonathan. Jeremy. Warte mal. Kann ich das hier tauschen? Linktausch. Delta, Giro. Gästeliste. Warte mal. VIP. Ach so. Na, man kann sich ja hier super durch. Ach, du Heiliger. Funktioniert ja super. Funktioniert super. Bestimmt nicht Fliegi. Melfin Fliegi Hendrikus. Nein, das ist ja bestimmt nicht. Kann gar nicht sein. Hey, eine Frage, Jonathan. Jo. Melfin, wo bist du hin? Melfin, hey, Melfin. Hendrikus. Yay. Alles klar bei dir, du kleines Nassgenäht. Ich habe mich hiermit noch gar nicht auseinandergesetzt, muss ich zu meiner Schande gestehen. Warum bin ich da drauf gekommen? Alola. Ich komme von weit her und bin nur durch Zufall hier gelandet. Das ist Melfin, Gast. Ich mache den einfach mal zum VIP, weil... Ich mache ihn mal zum Miracle VIP, weil ich ihn irgendwie kenne. Ich weiß auch nicht, warum. Danke, dass du mich zum VIP gemacht hast. Melfin wurde als VIP-Mirakel registriert. So, das war's auch schon. Jo. Drago. Mhm. Wir gehen mal kurz da oben hin. Man kann es sein, dass Freunde auch hier mal auftauchen. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich mit dem ganzen Kram noch nicht aus. Okay. Alles klar. Ist überhaupt noch da, Drago? Hallo? Weißt du was? Ich mach mal kurz hier aus. So. Oh, man sieht die Maus. Da, man sieht die Maus. Man hört die Musik. Oh, wie geil. Ah, da. Da ist er ja. Supi! Da ist mal wieder die Maus. Alles klar, so viele Sachen gibt es da gar nicht. Okay. So, Vulpix und Dingenskirchen. Pichu! Ich habe auch einen Krabox. Yeah, voll aggro. Ich gebe dir einfach mal ein, keine Ahnung. Mauzi, ich gebe dir einfach mal ein Ladybar. Wenn das okay ist. Ich weiß es ja nicht. Für das Pichu. Schreibe mit mir. Es wird auf die Reaktion des anderen Spielers gewartet. Bitte warte einen Moment. Ich warte. Ich warte. Wir haben ja Zeit. Wir haben ja Zeit. So, okay. Es wird auf die Reaktion... Also, ja, ja, ja. Ah, ich muss mir die Nase putzen. Ah! Gut, dass die Facecam nicht an ist. Und es lädt. Und es lädt. Gelobet sei das WLAN. Oh, es geht los. Achtung, ja, ja. Achtung, Achtung. Ich find's affig, wenn wir jetzt ein Disconnect haben sollten, dass wir erstmal bis zu 3 Tage gesperrt werden können. Und dass man dann sogar
lokal nicht miteinander tauschen kann. Das ist übertrieben dämlich, möchte ich nur mal anmerken. Also, dass man das so ein bisschen safe machen will, damit man hier nicht einfach disconnectet, das kann ich schon verstehen, aber das ist übertrieben hart. Ich meine, alleine wenn jetzt der Server abschmieren sollte oder einfach Probleme macht und dadurch fliegt man raus und dann kriegt man selber den Bann, das ist ein bisschen assi. Nur so den Beine. Falls ich das noch nicht erwähnt haben sollte. Pichu! Kann ich mir einen Pikachu und einen Alola Raichu machen? Alola Raichu sieht nämlich ziemlich cool aus. Registriert. Yeah. Die Babymaus Pichu sind sehr niedlich, aber wer mit einem zusammenleben will, sollte sich besser auf regelmäßige Stromstiche gefasst machen. Ja, in Super Smash Bros. Melee hat es sich auch immer selbst verletzt, wenn es Elektro eingesetzt hat. Ist auch bis dato der schwächste und eigentlich auch schlechteste Smash-Charakter aller Zeiten. Nur mal so nebenbei. Für Infos, die eigentlich niemanden interessiert, wenn man das Spiel nicht spielt. So, und für das Vulpix. Oh, die Meteno. Das ist voll cool. Hm. Wie wäre es mit einem Pampuli? Der Esel gegen den Fuchs. Ich biete mal ein Pampuli zum Tausch. An. So, wenn wir das durchhaben, dann glaube ich, ich mache so bis 23 Uhr stream ich noch. Und dann werde ich erstmal Feierabend machen. Es wird auf die Reaktion des anderen Spielers gewartet. Bitte warte einen Moment. Ich warte. Also das Vulpix und Vulona, die beiden sehen in Alola so unglaublich schön aus. Richtig geil gemacht. Finde ich klasse. Tauschen. Kokowai ist so eine Sache für sich. Ich meine, dass Kokowai dann auf einmal ein Drache ist, das ist so. Man muss sich immer an dieses Bild denken. Wenn Glurak an den Tisch kommt, zu den ganzen Drachen-Pokémon, ist der Platz noch frei? Tut mir leid, das ist nur für Drachen-Pokémon. Dann kommt Kokowai, das Alola Kokowai, auf einmal auf den Tisch geknallt. Bäm, so richtig. Na, ist der Platz noch frei? Und weil der Platz nur für Drachen-Pokémon ist. Das fand ich schon sehr lustig. Yeah, stylische Tauschanimation. Hobby, du gehst pennen, dann wünsche ich dir eine sehr gute Nacht. Ich hoffe, du bist nächsten Sonntag auch wieder dabei. Nächsten Sonntag startet das Ganze hier wieder um 18 Uhr. Weil dann werde ich achten, dass ich nicht was hochlade, wenn ich hier streamen möchte. Das war schon ein bisschen doof von mir. Ein Eintrag, yay! Also, gute Nacht, schönen Abend und wir sehen uns nächsten Sonntag wieder oder auf YouTube in den Kommentaren. Registriert, Vulpix. Der Vulpix, der Fuchs, Alola-Form. Wenn ihm heiß wird, erzeugt es mit seinen 6 Schweifen Kiesel aus Eis. Sie verteilen es in der Nähe, um seinen Körper abzukühlen. Yeah, es ist voll cool. Voll toll. Cool. Es ist voll cool. Voll toll, meine ich natürlich. Danke fürs Tauschen. Ich danke dir. Ich muss ein paar Pokémon fangen, die einfach Danke und Tschüss benennen und das dann einfach kurz reinhalten. So nach Motto Danke und Tschüss. Ah, Tortunator. Auch ein cooles Vieh. Ivitak! Ein gelbes Meteno. Meteno ist voll cool. Ich finde es irgendwie knuffig. Tschüss, Hobby, bis nächstes Mal. So, dann wollen wir mal hier beenden. Danke, Drago, fürs Tauschen. Ich danke dir vielmals. Alola, Pikachu. Geil. Raichu meine ich natürlich. Pikachu an sich ist... Pikachu finde ich nicht so toll. Aber das Raichu finde ich Hammer. Warte mal. Bevor ich hier was mache, ne? Gehen wir nochmal kurz rein. Dann machen wir aus Drago ein Miracle Whip. Yay. Ja, noch einmal Alola. Mhm. Du gehörst jetzt zu den Miracle Whips. Yo. Wahnsinn, super. Yay. So, nochmal vielen Dank. Dann habe ich bald ein Alola Raichu. Da freue ich mich riesig. Wir finden ja auch irgendwo hier auf der Insel einen Donnerstern. Das weiß ich. Ich habe ihn schon gefunden in der Blind Lock. So, Verbindung weg. Und dann gehen wir jetzt endlich hier raus. Diese Musik, ne? Ich finde die... Musik vom Plaza, echt. Okay, hier sind wir. Ach, das Trainer Glumpe will kämpfen, ich verstehe. Ach ja, hier ist er noch. Ich wollte jetzt eben zum Center laufen.
Bin ich doch obenrum schneller, oder? Einen Twitch-Rang bekommen. Ganz ehrlich, Modron, ich weiß es selber nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich zu wenig Reichweite, sag ich jetzt mal, hier habe. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich möchte eigentlich nur streamen und einfach ein bisschen live unterhalten, weil live ist immer was ganz Feines. Da müsste ich mich mal ein bisschen reinfuchsen. Ich habe keine Ahnung. Müsste ich mal selber nachgoogeln. Weil das meiste hier ist ja auf Englisch geschrieben und meine Englischkenntnisse sind nicht so der Oberbringer. Warte, ich brauche nicht ins Pokémon Center, ich kann auch hier rein. Hier ist auch ein PC. Muss ich selber mal gucken. Weiß ich gar nicht so genau. Da kann ich leider nicht informieren. Da komme ich mir mal ein bisschen doof vor, wenn mich das fragt, weil ich es nicht weiß. So, ich würde mal sagen, wieder mal kurz den Vogel raus. Das Tolle ist, da ich jetzt keine Nuzlocke hier spiele, habe ich die Qual der Wahl, was nehme ich alles mit? Boah, Hölle. Auf jeden Fall nehme ich den hier mit, den kleinen Racker. Der wird auf jeden Fall... Kommen wir den mal den Vogel raus, wir haben mal unser Arboretos. Trompec, du wirst irgendwann wieder mit reingenommen. Ich tausche das hier ein bisschen durch. Hast nichts verpasst, Kieran, ich habe noch ein bisschen getauscht. Und es geht gleich weiter. Ich gucke gerade, ob ich hier noch was anderes mitnehmen möchte. Schneemantel, es ist... Voll schön. Ich finde es klasse. Das kommt auf jeden Fall irgendwann auch mal mit ins Team. Wahrscheinlich zur vierten Prüfung, würde ich einfach mal vermuten. Ich weiß auch nicht. Mal gucken. Auf jeden Fall. Ja. Peach wird jetzt erst einmal ein bisschen gelevelt. Habe ich eigentlich noch den tollen Schal? Ah, du wirst dich dafür bereit erklären, Modron. Okay. Ich guck mal die Tage nach, wie das hier alles funktioniert. Und dann kann man da ja mal was in die Wege leiten. Das ist natürlich den Träger und macht ihn zutraulicher. Hier, Sanftglocke. Pichu darf nicht sterben, das wäre nicht gut. Also besiegt werden. Hier stirbt ja nichts. Das ist kein Nasslock. Wie gesagt, ich mache mir mal schlau, Modron. Und ich halte dich auf dem Laufenden. Auf jeden Fall, für die, die jetzt hier das erste Mal heute dabei sind, ich werde immer sonntags Mondstream, nur mal so nebenbei, 18 Uhr, heute war eine Ausnahme, dass ich so spät anfange, weil technische Probleme, weil ich doof bin. Und ja. Vulpix entwickelt sich nur dann, nur durch den Eisstein. Ah, wenn ich an diesem Stein stehe, ne? Ja, adde mich ruhig im Twitch, adde mich ruhig, können wir gerne machen. Das lässt sich machen. Adde du mich, weil dann kriege ich, glaube ich, eine Anfrage und die kann ich dann akzeptieren. Weil ansonsten muss ich hier wieder suchen, weil ich bin nur auf Twitch, wenn ich streame und dann befasse ich mich fast gar nicht mit dem ganzen Kram. Ich bin faul. Aber kannst du mich ruhig adden, dann nehme ich die Anfrage nach dem Stream an. So. Pichu möchte ich leveln. Ich lasse Nebulak vor, dann haben wir gleich einen Apollo. Marikake. Ah, Quirum Set. Ach, stimmt ja. Kann ich machen. Okay, warte mal kurz. Ich bin gerade voll raus wegen dem Tauschen hier. Ich bin gerade echt voll raus. So. Erstmal wieder voll reinfinden. Und ich achte die ganze Zeit auf den Chat. Verdammt. Letzten Stream habe ich da kaum drauf geachtet. Jetzt achte ich nur noch drauf. Tauchball, Topschutz. Okay, was haben wir hier neu? Hypertrank. Das ist blöde Geblinke. 120 KP und ist teurer geworden. Wurde genervt. Ah, das ist ein neuer Evolutionsstein, der Eisstein. Ah. Cool, okay. Nice. Hab mich immer gewundert, warum gibt's nicht... Warum gibt's den Eisstein nicht schon länger? Dass man dann nicht mal an so komische Felsen laufen muss. Zum Beispiel vor die Purba. Ein Eisstein an Evoli halten und fertig. Ein Feenstein. Am besten für alle Typen so ein Entwicklungsstein, Drachenstein. Ich möchte immer noch eine Drachen-Evoli-Entwicklung. Die würde ich feiern. Weil ich bin ein Drachen-Fanboy. Würde ich echt feiern. Hardcore feiern würde ich das. So, Yorklef. Mhm. Das ist wieder der reinste Groll. Oh, ich würde sterben. Das Ladekabel bei dem Bugten da später ab. Oh, das würde mich ja wahnsinnig machen. Ich bin froh, dass die Buchse an meinem Aufnahme-3DS nicht kaputt ist. Nachtnebel! Ich habe einen Yorkler vor mir. Warum mache ich einen Nachtnebel? Manchmal. Ja, ich bin gerade echt voll raus. Für Sander und Vulpix, die brauchen beide den Eisstein. Ah, interessant.
So, jetzt habe ich dir das einzige Vieh mit Durchbruch weggegeben. Ich bin auch toll. Egal. Für Alola Reitschuh mache ich das gerne. Zip, zip. Fummel, ich so putzig. Und wird nicht sehr effektiv angegriffen. Flupp. So, ich will mal sagen. Silber auch. Jetzt wollen wir erstmal seine Maske voll pudern. Blödes Yorklef, du. Au. Es beißt mich. Ist ja ekelhaft. Hier, Käfertrutz. Voll ins Gesicht, ey. Ah, okay. Es hat nach Entwicklung keine Attacken. Das ist interessant zu wissen. Level 4. Level 5. Ab Level 50. Okay, dann bleibt es so lange an Vulpix, bis es Level 50 erreicht hat. Wow, Pichu levelt aber ganz schön schnell. Spezielle Erfahrungspopel. Fukano. Okay. Das schafft aber Nebulak. Das schaffst du. Ich glaube an dich. Du wirst doch noch ein großes, starkes Apollo. Apollo Augenoptik. Yeah. Bedroher. Oh nein. Jetzt wird mein Nachtnebel nur noch denselben Schaden wie mein Level anrichten. Das ist ja grausig. Ah, wir haben eine Wasserkraftreserve. Wasser oder Boden? Eins von beiden. Oh nein, es schnüffelt an mir. Mhm, verstehe. Fukano schnüffelt an einem Gas-Pokémon. Interessant. Da, bitteschön. Die! Hündchen, du kleines Hündchen. Du fast legendär gewordenes Hündchen. Da-da-dam, da-da-dam. Yeah. Selbstniederlage, bla bla bla. Laber du mal ruhig. Hab ich da eigentlich schon das Item geholt? Da war doch, glaube ich, ein Item, ne? Schutz. Yeah, der Schutz wirkt. Hallo. Oh, ich hasse das. Ich vergesse es jedes Mal. So. Nee, ich habe es noch nicht geholt. Aber jetzt den Heilball. Den, ich weiß ja nicht, ob ihr das mögt, aber ich würde jetzt schon fast sagen, den Heil-Hitler-Ball. Aber ich lasse es einfach mal. Riesenpilz, ein riesiger Pilz. Ja, eins vorbei war es mit der Kraftreserve. Ich guck mal eben kurz. Ich kann ja noch gucken. Was hast du für eine Kraftreserve? Jo, ja, du hast mein Interesse geweckt. Na, es ist... Boden. Okay, es ist eine Bodenkraftreserve. Nice. Kann ich für für die große Abschlussprüfung hier, kann ich das gut gebrauchen. Was hast du für eine Kraftreserve? Feuer. Okay, eine Feuerkraftreserve. Und... Da habe ich bei Wummel schon mal geguckt. Ich weiß es nicht. Ich mache es einfach mal. Du hast die Kraftreserve... Geist. Alles klar. Geistreich. So, dann machen wir mal kurz. Erst mit dem Ladestrahl. Endlich kann ein Pokémon Ladestrahl lernen, außer Magnetilo. Und darauf habe ich keinen Bock. Und die Kraftreserve. Bams. Ich geht Scham. Bäh. Wer will denn schon Charme sein, haben? Wer will schon charmant sein? Außer Charmander. Oh Mann. Was steht da? Ja, Gamer, das weiß ich noch. Ich weiß nicht, woran es liegt. Dass bei dir immer das Bild so rumgebackt hat, da habe ich keine Ahnung. So, hier, Arcium Z, verpisst euch. Haut ab, Mann! Verschwindet! Du quatsch mir nicht voll, du kleiner Giftzwerg. Ja. Ah ja, Zauberwasser. Ich danke dir, du kleiner Giftzwerg. Ja, du ganz braver kleiner Giftzwerg. Ja, schenk mir noch mehr. Wie wär's mit deinem Pausengeld? Ah, Route 6. Ein neuer Encounter erwartet uns. Und das ist mir egal. Ich fange alles, was mir vor die Flinte läuft. Außer es tötet sich durch Verzweifler. Nein, Schutz brauche ich nicht. Ey, du. Ey, alles klar bei dir? Du weißt es jetzt, warum, Gamer? Erzähl, das würde mich interessieren. Lach es an mir, Gamer. Ich hoffe nicht. Na du? Keine Ahnung. Honk? Alola. Du weißt es jetzt. Ah, okay.
Okay, Handy mit der App, alles klar, das erklärt schon einiges. Sitzt du jetzt am PC? So. Magby! Magby! Was habe ich vorne? Nebulak? Nebulak! Moglablau. Moglablau. Moglerbaum. Genau, Moglerbaum. Moglerbaumhieb. Yay! Hier. Bodenkraftreserve, bitteschön. Zack! Gut, dass wir es jetzt wieder wissen. Achso, seit dem Update ist es okay. Das ist doch perfekt. Dann war es bestimmt der Fehler. Mangun, ja, passt schon. Dann war es bestimmt der Fehler von Twitch selber, dass es bei dem mal so gebuggt hat. Es freut mich, Gamer, dass es wieder vernünftig läuft. Das ist sehr schön. So. Kraftreserve Boden. Das schlägt dir voll auf den Hoden. Oh. Gut, dass ich nicht auswechseln wollte, aber es ist sowieso nicht zu stark für uns. Nebulak hält das aus. Nebulak ist toll. Guck, am Handy, es läuft flüssig. Das freut mich, Gamer. Das freut mich wirklich sehr. So, Pichu, Level 10. Yay! Bitterkuss. Das war paralysieren, oder? Das verwirre, vertue ich mich da wieder? Ach, so. Es verwirrt. Alles klar. Lass mal stecken. Nope. Kein Bitterkuss für dich. Das muss voll gut sein. Bla, bla, bla. Kinder, Kinder, Kinder. Mensch, Kinders, lernt doch was. No, ich will wieder Pokémon, aber es kommt nichts. Wo war hier noch? Okay, da war was. Super Schutz, das finde ich super. Einfach super, mega geil. Und das war Schlafrede. Yay. Wenn mir nicht zufällig ein Suicune begegnet, dann nein. Dann möchte ich es doch nicht haben. Also die TM, dann werde ich es nicht... Yay, Encounter. Unser guter Pokémon ist als erstes ein... Yorkliff. Ging man ja vielleicht wegen Beschattung. Was ist denn Beschattung? Das will ich nicht haben. Kita, was ist denn Beschattung? Das weiß ich gerade nicht. So. Ich glaube, der möchte kämpfen. Kämpfen! So, jetzt erstmal voll auf die Fresse geben. So. Schön, wenn bei euch jetzt alles super läuft. Das finde ich super. Ja, toll. William, komm her. Will I am. Mogge, Mogge, Heep. Mogge, Mogge. So. Wir haben gleich ein Apollo. Da freue ich mich. Kraftreserve. Stirb, du mogelnder Baum, du. Flatsch. Ach, verdammt. Finde ich schon irgendwie toll. Ja, wenn du meinst, dass dir das was bringt, okay. Und Mogelbaum wurde umgehiebt. Yeah! Doppelten Schaden gegen neuen... Ah, okay, cool. Pichu, Level 11. Ich bin ein Züchter. Das hast du gut erkannt. Freut mich, dass du weißt, was du arbeitest. Wahnsinn, jetzt kann deine Mutter ja stolz auf dich sein. Mann, 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 ey. Pampros. Hey, du da. Ja, dich meine ich. Würdest du mir kurz helfen? Hier drüben. Yo, yo, yo. Dreh uns nicht den Rücken zu, ey. Ey, Mann, ist das nicht der vom Mele Mele? Diese Typen sind gemeine Pokémon-Diebe. Kennst du die etwa? Nein, die sind mir unbekannt. Das ist krass gelogen, yo. Mein Name ist Hapu. Merkt euch das gefälligst. Ist es in größeren Städten wie dieser etwa normal, dass auf offener Straße Pokémon-Diebe ihrem schmutzigen Handwerk nachgehen? Hm, nicht mit mir. Los, übernimmst den da. Was heißt hier Diebe? Ey, wir machen nur unseren Job, ey. Wir wurden nur nach Akala versetzt, weil uns der da auf Mille Mille abserviert hat. Aber diesmal stellen wir die Sache auf den Schädel, ja? Ja, dann komm mal her. Jo, Alter. Brauchst du dann Beihilfe zum Gengar? Ganz ehrlich, ich möchte das Apollo gerne als Apollo behalten, weil Gengar hat dann... Tastfluch war das, glaube ich, als Fähigkeit, habe ich keinen Bock drauf. Außerdem, ich finde Apollo einfach geiler als Gengar. Es tut mir leid.
Ich werde Alpollo durchgehend als Alpollo spielen, weil es mein absolutes Nummer 1 Lieblings-Pokémon ist. Wenn ich irgendwann nochmal ein zweites Alpollo habe, das möchte ich gerne weiterentwickeln, aber das sonst so, nein. Du willst mich doch bestimmt angreifen. Ich weiß, der physische Angriff ist total scheiße, aber... Bäm! War sogar richtig gut. Mann, 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 das hat ordentlich reingehauen. Wahnsinn. Habe ich nicht erwartet. Wir sind eh schneller von daher. Nachtlevel! Ich weiß, was gleich kommt, wenn wir den erstmal umgeklatscht haben. Ich freue mich. Nebulak erreicht. Das sagenumwobene 25. Level. Ja, Mann, die kleine Gaskugel. Wobbel 23. Die kleine Fellkugel. Pichu, Level 12. Die kleine Haarkugel. Keine Ahnung. Oh nein, ich hab's den Text weggedrückt. Ah! Aus Gewohnheit. Nanu! Nebulak entwickelt sich! Ja! Ja, Evolit kommt zwar sehr spät, das weiß ich, weil Kina hat's mir erzählt, aber mit Evolit ist es schon ziemlich cool. Ja! Alpollo! Es ist so toll, ich liebe es! Ich hab nicht umsonst ein Riesenplüschtier von dir. Ein Eintrag. Alpollo. Es ist so toll. Ich liebe dieses Pokémon. Ich weiß auch nicht warum. Ich liebe es einfach. Alpollo, das Gas-Pokémon. Es ist lichtscheu und bevorzugt die Dunkelheit. Aufgrund der hellen Lichter der Großstädte ist es dort vom Aussterben bedroht. Oh, das tut mir voll leid. Ja, gib mir deine Seele. Ja, lass dich abstammen vor Freude. Ich liebe es. Voll geil. Ich bin glücklich. Und jetzt kommt die Finsterfaust. Die Finsterfaust. Wie ist denn eigentlich dein Angriff? 38 zu 64. Joa, ist vertretbar, ne? Überhaupt nicht, aber egal. Hm. Ja, komm. Ach, komm, weg damit. Scheiß drauf. Nö, bleibt mir immer die Finsterfaust. Ist schon ganz gut. 1, 2 und schwupp. Finsterfaust. Ich freue mich. Endlich. Ah, da kommt noch auf dieser Insel. Ah, ich dachte viel später erst. Erster Play. Ja, das ist mein erster Playthrough. Also eigentlich mein zweiter. Nach der dritten Prüfung. Ah, okay. Warte mal kurz. Wenn man immer nur der Loser ist, lässt man auch schon mal den Schädel hängen. Mhm. Was höre ich da? Du willst die beiden platt machen, Pampros? Nur zu, diese aufgeblasenen Typen bestehen sowieso nur aus heißer Luft. Boah, lass uns lieber die Kurve kratzen hier. Kein Bock hier meinen Schädel zu riskieren. Yo, yo, ich sag's dir nochmal. Mein Bro redet ständig von Schädeln, damit du ihn dir in deinen Dickschädel einhämmerst. Merkt ihr gefälligst endlich, wer er ist. Wieden, wenn immer nur Rüpel A und B heißt. Wie soll ich mir da euren scheiß Namen merken? Findest du allein nach Hause? Ja, ich glaube schon. Da sind auch ein paar Hampelmänner, ey. Ich finde die voll drollig. Ich bin froh, dass es seinen Weg alleine findet. Du hast dem Kleinen sehr geholfen. Wie heißt du eigentlich? Don Marcy, ein guter Name, ich weiß. Deine Art zu kämpfen gefällt mir auch. Da steckt viel Herz drin. Pampros und ich sind viel auf den Inseln unterwegs, um unser Ziel zu erreichen. Bla, bla, bla. Sachen, die jeder kennt. Ich drück die jetzt einfach durchgehend weg. Ist mir Wurst. Battle Royale. Mein erster Playthrough. Was? Gibt er einen, der will ein Alpollo und gibt dir seinen Alola-Georock? Niemals! Ich will, nein, ich werde niemals meinen Alpollo tauschen. Nein! Nie! Nie! Das bringe ich nicht übers Herz. Nach der dritten Prüfung gibt es den Evoliten. Wo habe ich den denn übersehen? Oder habe ich den gesammelt und habe es vergessen? Ich weiß es nicht. Mein erster Playthrough. Und Sonne mache ich als Blindlock. Kitsugenakagrin. Ich sag einfach Kitsu. Kitsu, das ist, ich. Sonne spiele ich als Blindlock, als Nuzlocke zu einem Spiel, was ich noch nie vorher gespielt habe. Deswegen
ist der Mond-Livestream. Warte mal. Alles, was ich hier spiele, habe ich in Sonne schon gespielt und aufgenommen. Yay. Einfach nur blind. Deswegen hänge ich im Stream meinem Gameplay aus Sonne immer hinterher. Ist da was drin? Nein, schade. Oh, danke. So. Bam. Nichts drin, schade. Da ist doch bestimmt was Verstecktes. Wollte ich nur mal erwähnt haben, ne? Also, eine Nuzlocke und ein Walktruf. Ja, es ist so toll, es ist so cool, ich liebe es. Komm schon, Finsterfaust. Ah, es ist ein Yorklef. Ich habe nicht drauf geachtet, was ich für einen Gegner habe. Alter, ich bin so doof manchmal. Tschüss. Vor der Inselkönigin noch. Ah, okay, interessant. Ah, Carbon! Yay, das ist ein Huhn. Warte mal. Alpolo hat sich entwickelt. Sehr geil. Wommel. Ich weiß nicht, wann Wommel sich entwickelt, aber Wommel wäre schön, wenn es bald soweit ist. Ah, es war hier mit Schmackes durchpreschen. Da ist wieder einer am Dancen. Ja, es ist sehr verdächtig, es ist sehr verdächtig. Da hinten ist ein sehr verdächtiger Fleck. Ich weiß auch nicht, weiter. Warum ist er so verdächtig? Ich weiß es nicht. Ich werde es niemals herausfinden, wenn ich angegriffen werde. Von einem Mapula. Habe ich schon. Bringe ich jetzt um. Passt schon. Wie viel Schaden machst du damit? Yay, so der Two-Hit, das reicht mir. Spezialangriff sinkt. Sehr geil. Gut, dass er mich mit einem Biss angreift. Der nicht sehr effektiv ist. Und ein Crit. Oh, armes Wommelchen. Wie konntest du dieses süße, knuffige, putzige und männliche Wommel nur angreifen? So, erledigt. Schön, dass wir darüber gesprochen haben, mein Kleiner. So. Wommel auf 25? Ja, geil. Und sein nächstes Ziel habe ich vor Augen. X-Müll. Oh, toll, wir haben Müll gefunden. Warte. Ah, sie dreht sich. Sie hat mich fast gesehen. Na, du arrogante Schnepfe. Ein Mann. Genau da stand da. Ein Mann mit 50.000 Ms. M&Ms sogar. Schönheit Dorka. Ah ja, das ist hier, die Dorka heißt. Das ist so ein komischer Name. Wie kann man nur Dorka heißen? Außer es ist irgendwie, keine Ahnung, ein russischer Name oder so, ich weiß es nicht. Aber es ist ein komischer Name. Es ist ein Name, der ihr nicht gerecht wird, sagen wir mal so. Hm. Hier, bitteschön. Bam, wieder ein Two-Hit. Eine Kopfnuss! Es gibt eine solide Kopfnuss, das ist nicht nett. Und tschüss, Tragosso. Du wirst niemals ein Alola-Knogger, weil du jetzt tot bist. Du kannst dich zu deiner Mutter gesellen. Mich würde mal interessieren, wie Tragosso unter dem Schädel aussieht. Pichu Level 13. Ränkeschmied. Tschüss, Rutenschlag. Dann kommt auch der Pollenknödel. Cool. Dorka. Wie beeindruckend. Dieser Name, ey. Dieser komische Name. Aber egal. Kann man sich ja nicht aussuchen. Hi. Alola, Alola. Herzlich willkommen, Trainer. Oh, wie ich das finde, dass es keine neue Evoli-Entwicklung gibt. Einerseits juckt es mich nicht wirklich, weil ich bin nicht so der Evoli-Fan. Andererseits finde ich es schade. Ich meine, so ein Gift- oder Drachen-Evoli hätte mich schon sehr interessiert, wenn das dann mal zur Auswahl kommen würde, weil irgendwann haben wir für jeden Typ mal ein Evoli. Deswegen, ich finde es irgendwie schade. Also, Gift und Drache, das wäre doch mal was. Würde ich mich sogar darüber freuen. Das würde ich sogar komplett züchten. Jede zweite Gen nur, okay. Oh, das Vieh haut mich einfach. Mal gucken, ob wir noch einen Schlag überleben und es dann umbringen können. Zur Not haben wir immer noch einen Beleber. Immer nur jede zweite Gen, okay. Echt nur jede zweite? Weil erste Gen, Evoli, Aquan und so weiter, dann zweite,
Psiana nach Tara? Kilian. Sicher? So, komm, wir halten uns noch mal ein bisschen hoch, süppeln das Vieh jetzt ganz leer. Flatsch! Choriogel. Ich möchte gerne das Flamingo tanzende Choriogel haben, das rote Choriogel, das finde ich voll toll. 412. Pichu Level 14. Geil. Marikek 28. Und Gesang. Oh, super. Gesang. Oh, toll. Ist ja noch schlimmer als Hypnose. Als Hypnose. Nein, lernst du natürlich nicht. Hula hula. Hulala, 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 alola. Hau rein, Perle. Jo. Einmal kurz am Arm kratzen. Zwei, vier und sechs. Okay, alles klar. Ah, der ist ja immer noch am Schnüffeln.